Heute bin ich leider alleine unterwegs. Die Julia hat zu viel mit ihrer Erkältung zu kämpfen und geht heute von dem Ort, wo wir übernachten und auch die nächste Nacht übernachten, nach Mugumba auf 3800 Höhenmeter. Da soll ein tibetisches Kloster sein, was ich mir dann anschauen werde. Ich merke schon immer, wenn es berghoch geht, dass es mit der Atmung echt schwieriger wird jetzt. Gerade hier das Kloster anschauen und auch innen fotografieren, und es ist im Grunde ein kleiner Gebetsraum mit vielen Büchern und einem großen Gong, also einem großen Drum, und vorne steht Wasser, was immer nachgefüllt wird jeden Morgen, und ganz viele kleine Buddhas und geschnitzte Sachen und ein großes Bild vom Dalai Lama. Ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Und genau, das ist quasi ihr Gebetsort hier. Wir sind heute den achten Tag auf Wanderung. Julia hatte ja gestern ausgesetzt. Und als ich zurückkam, haben wir dann Fieber gemessen. Da hatte sie auch 38,5, 38,8, sowas in der Art. Heute ist sie trotzdem mit wandern. Wir wandern jetzt zurück von 3300 auf 3000 Meter. Da ist einfach ein bisschen wärmer und es ist ein relativ leichter Weg. Und hoffen, dass sie das gut schafft. Und dann ist die Luft ein bisschen dicker wieder und, ja, wie gesagt, ein bisschen wärmer. Ja, Fieber war heute früh auch weg, aber noch eine Menge Husten und Atmung ist nicht so gut und so weiter. An sich ist heute wieder ein ganz herrlicher Sonnentag. Wind ist auch nicht so stark. Jetzt schauen wir einfach, dass die Julia gut da runterkommt. Gepäck haben wir hier weit das Kind abgenommen und machen ganz, ganz langsam und in Ruhe. Wir waren hier in Nile so weit weg von der Zivilisation wie noch nie in unserem Leben. 3 knackige Wandertage und einen ganzen Tag Jeepfahren bis zum nächsten größeren Krankenhaus oder Flughafen. Das war schon ein krasses Gefühl, insbesondere in Anbetracht von Julias Fieber. Auch ist es so nah an der tibetischen Grenze, dass die Menschen aus dem Tal lieber mit Tibet als mit Nepal ihren Handel treiben. Und das, obwohl die Grenze offiziell geschlossen ist. Na Julia, wie hast du die ersten Meter geschafft? Ja, geht schon. Geht schon. Quälst dich durch. Ist ein bisschen anstrengend, aber geht schon. Unser Guide fragt hier nach dem Weg zu einem größeren Tempel und anschließend Julia, ob sie diesen kleinen Umweg noch schafft. Und Julia willigt ein. Thank you.
Nach dem Weg durch ein Dorf kommen wir an dem buddhistischen Kloster an. Es wird gerade ein Lama, ein geistlicher Gelehrter, verabschiedet. So dauert es etwas, bis uns der Tempel geöffnet wird. Endlich kann ich mich ausruhen. Wir bestaunen die bunten Fahnen. Die Farben symbolisieren die Elemente Himmel, Wolken, Feuer, Wasser und Erde. Außerdem steht ein bekanntes tibetisches Mantra auf den Fahnen, Om Mani Padme Hum. Der Wind soll dieses in die gesamte Welt tragen. Als wir in den Tempel kommen, ist es innen bunt. Außen erklärt uns unser Guide noch die vier Gottheiten der Himmelsrichtung und den Kreis des Lebens nach buddhistischer Lehre. Wir verlassen das Kloster wieder und wandern weiter bis zu unserem Ziel nach Chekumpharu. Guten Frühstück geht es viel bergab und wir kommen ganz gut vorwärts. Es ist zum Glück wieder nur ein halber Tag, also werden wir genug Zeit zum Ausruhen haben. Weiter unten angekommen, erfreuen wir uns wieder an dem dschungelartigen Wald. Anschließend geht es durch Felder und am Fluss angekommen, entdecken wir einen Wasserfall, den wir bergauf gar nicht gesehen haben. Wir sind jetzt den 9. Tag unterwegs und sind von Chekumpharu aufgebrochen Richtung Schumling und sind die ersten 650, 700 Höhenmeter jetzt nach unten gegangen und sind jetzt wieder quasi im Grün. Und wie geht's dir, Julia? Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber es wird irgendwie besser. Ja, wir müssen dann so langsam entscheiden, ob wir das weitermachen oder nicht, das werden wir sehen. Aber sehr schön ist es hier. Also genießen es wieder. Richtig schön. Heute ist der 10. Wandertag für uns und heute entscheidet sich, ob wir den Manaslu Circuit weiter nach oben gehen oder ob wir dann abbiegen und noch 3 Tage nach unten und wieder zurückgehen. Ja, das war ganz schön krass. Erst war ich erkältet und die Julia hatte Beinschmerzen, dann war die Julia erkältet und hat sogar einen Tag Fieber gehabt. Jetzt ist das ein bisschen besser, aber sie hat noch ganz schön Husten und jetzt hat sie auch noch einen fetten Ausschlag dazu und wir wissen es immer noch nicht so richtig, ob wir nur heute nach dem Mittag nach oben oder nach unten gehen. Nach oben werden dann über den Pass, der über 5000 Meter hoch ist und das sind dann noch 8 Wandertage und so werden es doch 3 Wandertage. Die ersten 200 Höhenmeter runter haben wir geschafft und jetzt sind wir gerade an der Hängebrücke, die man von oben immer so schön sieht und dann geht es gleich erstmal ein Stück hoch.
nur unsere Erinnerung, weil dieser Weg hier irgendwie ziemlich furchtbar. Aber eigentlich ist der ganz schön. Es geht halt so durch Grün und es geht ein bisschen hoch und runter und ein flacher Weg, aber also ein gerader Weg und manchmal steinig, aber eigentlich ein ganz schöner Weg. Da sieht man mal, was so die Laune für den Eindruck von den Wegen ausmachen kann. Der weiße Hund folgt uns seit Chikumparo. Er verlässt uns erst ca. 20 Kilometer von seiner Hütte entfernt. An dem großen Erdrutschgebiet fängt es an zu regnen, so versuchen wir es noch schnell zu durchqueren. Julias Knie und Knöchel halten bis zum Mittag einigermaßen durch. Trotzdem sind wir uns total unsicher, ob wir weitermachen sollen. Es sind einfach zu viele Dinge. Knie, Knöchel, Erkältung und Ausschlag. Nach der Mittagspause verlassen wir das Chum Valley und gehen die letzten Meter bergab zur Hängebrücke, an der wir uns entscheiden müssen. Hinter mir sieht man jetzt die Brücke der Entscheidung, ob man jetzt in den Manaslu einsteigen oder bergab gehen. Julia probiert gerade ihr Nepalesisch wieder ein bisschen zurückzugewinnen. Ich habe schon Angst, dass wir unseren Guide doppelt bezahlen müssen, weil er Nepalesischlehrer und unser Guide ist. Aber er guckt die ganze Zeit für seinen nächsten Auftritt nach. Ja. Aber er guckt die ganze Zeit für seinen nächsten Trip nach Campingplätzen. Also von daher gleicht sich das wieder aus.